Jesus, der erste Single. So hieß das Buch vor einigen Jahren, das ein durchaus geistreicher, aber auch mit einem frechen Mundwerk ausgestatteten Autor, der dieses Buch geschrieben hat. Der nimmt einen Teil aus dem Evangelium heraus, deren Zeugen wir gerade geworden sind. Diese Tendenz, so wie wir das heute einordnen, Jesus sich von der eigenen Familie, von der eigenen Sippe abzugrenzen. Jesus, der erste Single. Das ist durchaus spannend zu lesen, aber es ist zugleich auch, wenn man so will, die Anzeige eines Problems. Eines Problems, das offenbar alt ist. Man will Jesus verstehen, man muss sich irgendwie zu ihm verhalten und man wählt die Schubladen, die Kategorien, die einem zur Verfügung stehen. Die Sippe hat ihre eigene Kategorie. Die Sippe sagt, der ist bekloppt. Das Evangelium sagt es auf Hochdeutsch oder auf Hochgriechisch, wenn man so will. Er ist von Sinnen. Der hat es nicht mehr alle. Der blamiert die ganze Innung. Den müssen wir wieder einfangen. Der soll an seine Werkbank zurück, das, was er von seinem Vater gelernt hat. Der bringt ja die ganze, der fährt ja das ganze Ding an die Wand. Man kann sich ja nirgendwo mehr sehen lassen. Zweimal insistieren sie. Und nicht etwa so, dass sie sich großartig um ihn bemühen, sondern, wir hören das beim zweiten Mal, sie lassen ihn herausrufen. Also gehen nicht selber rein. Weil mit diesem komischen Gesindel, mit dem er sich da umgibt, wollen wir dann lieber nichts zu tun haben, sonst sind wir am Schluss selber noch mit von der Partie. Das ist die eine Schublade. Die andere Schublade ist ein bisschen aufgeklärter, wenn man so will. Die ist natürlich nicht so nah. Das tut nicht ganz so weh. Er ist besessen. Das sagen die Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen sind. Sie brauchen auch eine Einordnung. Und deshalb kommt er in die Besessenheitsschublade. Wir sollten nicht so tun, wenn wir uns diesem Evangelium nähern, liebe Schwestern und Brüder, als hätten wir heute keine. Die sind allbekannt. Sie werden gedruckt, sie werden in der Schule und an den Universitäten verbreitet. Da ist Jesus, oder in unseren Liedern, in unseren Gebeten, dass Jesus ist der Bruder. Es taucht im Neuen Testament nicht ein einziges Mal auf, aber für uns ist er das jetzt mal. Wir wollen uns ja irgendwie zu ihm verhalten. Der ist doch nett. Also wird er mal schnell eingemeindet, von wegen Distanz zur Familie. Der wird jetzt zum Bruder gemacht. Oder der ist ein Prophet, ein bedeutender Lehrer. Wir könnten diese Liste und Litanei ganz lange fortsetzen. Und Sie können ja mal Ihre eigene Litanei befragen, wer Jesus für Sie ist. Was antworten wir, wenn wir nach Jesus gefragt werden? Wo ordnen wir ihn ein? Jesus widersetzt sich diesen Einordnungen, weil sie immer etwas Spalterisches an sich haben. Wenn man ihn hier einordnet, ist er da ausgeschlossen. Jesus widersetzt sich dem hier von Anfang an, weil er, so drückt es Hans Urs von Balthasar einmal aus, auf einer Einheitlichkeit besteht, etwas, das zum Beispiel der Diabolos, der Teufel, der Spalter, der Trenner, der Zerstreuer nicht gewährleisten kann. Das kann nur einer gewährleisten. Und den finden wir auch im Evangelium. Das kann nur Gottes Geist gewährleisten. Nur der Heilige Geist führt zusammen, hält diese Dinge zusammen. Wir mögen das heute in unserer Single-Gesellschaft interessant finden, dass wir an jedem... Interessant. Da haben wir... Wo wir wieder ein bisschen... Ich will nicht sagen, umlagert sind, aber wo wir doch unser Leben teilen mit Leuten, die aus orientalischen Verhältnissen kommen und wo die Sippe noch etwas zählt. Probieren Sie mal heute in einer deutschen Familie aus, dem Sohnemann oder der Tochter zu sagen, wen sie heiraten sollen. Ich wünsche viel Vergnügen. Ich sage auch nicht, dass das unbedingt richtig ist, aber dort ist es Wirklichkeit. Und wenn da einer ausbüchst,
Wir sehen das ja bis in die Gerichtsverhandlungen in unserem Land hinein oder bis in Schlimmeres. Wenn solche jungen Frauen, die sich dem Willen widersetzen, die von unseren Flöhen, die wir in unseren Köpfen haben, von diesen liberalen Ideen infiziert sind, am Ende mit ihrem Leben dafür bezahlen. Auch hier sage ich nicht, dass das richtig ist, weder das eine noch das andere. Aber es ist Wirklichkeit. Und wir erfahren etwas mehr darüber. Und wir spüren, worum es hier geht, wenn die Sippe Jesus zurückruft. Der macht nicht das, auch wenn er schon 30 ist, was die Sippe sich vorgestellt hat mit ihm. Das kann ihn teuer zu stehen kommen, auch wenn es die Sippe Jesu ist. Wir wissen aus der Entwicklung und aus den Schriften des Neuen Testamentes, dass diese Sippe allen voran die Mutter Jesu äußerst lernfähig ist. Das Neue Testament betont nicht umsonst, dass sie all die Dinge im Herzen bewahrt, auch jene schmerzlichen Stunden, wenn man sich in ihre Lage hineinversetzt, dass der einfach nicht zurückkommt, sondern weiter tut. Aber ihr werden möglicherweise alle diese Sätze einfallen, die sie auch im Herzen bewahrt hat. Wer denn dieser Sohn ist, den sie empfangen hat? Dass er ein Kind des Heiligen Geistes ist, dass Gottes Geist auf ihm ruht, dass Gott in ihm wohnt. Liebe Schwestern und Brüder, welche Einordnung wir immer vornehmen mit Jesus, wenn wir nicht an den archimedischen Punkt kommen, in dem uns das Neue Testament uns Christus bekennt, dass er, wie es das spätere Glaubensbekenntnis formuliert, wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dass er der Christus ist, der Gesalbte Gottes, dann werden wir dieses Evangelium nie verstehen und wir werden all die Aussagen des Evangeliums und der vier Evangelien und des Neuen Testamentes nie zusammenhalten können, nie. Wir können viele Bücher publizieren, wir können viele Seminare halten über Jesus, den Friedensstifter und den neuen Mann, Jesus, der eigentliche Feminist oder Jesus auf dem CSD oder was auch immer. Man findet dafür immer einen kleinen Fitzel im Neuen Testament. Aber man hat nie Jesus Christus. Man denkt und lebt nicht aus dem heraus, was Jesus hier selber so betont, indem er es negativ formuliert. Jede Lästerung, mag sie noch so verkommen sein und häufig geäußert werden, wird vergeben. Aber nicht die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und das meint in Verbindung zu ihm selber, dass er selber ganz aus Gottes Geist heraus handelt, dass er im Johannesevangelium davon sprechen kann, dass der Heilige Geist der andere Tröster ist an seiner Stelle, wenn die Jünger ihn nicht mehr sehen können, so wie wir heute. Ohne diesen archimedischen Punkt, und so ist das Bild der Christenheit auch heute, verlieren wir alles. Wir spalten uns. Immer mehr. Wir werden nicht nur zu einer Single-Gesellschaft, sondern zu einer Single-Religion. Aber das ist kein Christentum mehr. Deshalb betont Jesus es am Ende des Evangeliums noch einmal. Wer sich dem Geist Gottes überlässt, für den entsteht etwas Neues, jenseits der Blutbande. Für den entsteht in diesem Zustimmen zum Heiligen Geist, in diesem Annehmen Christi so etwas wie eine neue Familie. Und damit tut sich heute am Ende des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, ein großer Fragenkatalog auf. Den sollten wir mit nach Hause nehmen. Den sollten wir nicht, wenn die Messe zu Ende ist, schnell ad acta legen. Der Fragenkatalog heißt: Nehme ich Jesus Christus als den an, den uns die Evangelien und das Neue Testament und seither die Kirche in ihren Glaubensbekenntnissen wirklich bezeugt? Den Sohn Gottes, der in der Kraft des Heiligen Geistes erscheint, handelt, spricht, heilt und wirkt. Und das bis heute in seiner Kirche. Auch wenn es manchmal noch so verdunkelt aussehen mag. Er tut es bis heute. Und das Zweite ist, bekomme ich aus diesem Bekenntnis heraus die Kraft, die jetzt hier neben mir sitzen und die anderen, die dazugehören, die nicht hierher kommen oder überhaupt den Weg zur Kirche nicht finden, aber die getauft sind, als Bruder und Schwester anzunehmen, als Mutter. Der Vater fehlt. Auch das könnte ein ganz moderner Gedanke sein.
für viele Familienverhältnisse, aber der fehlt hier nur, weil alle den gleichen Vater haben, Gott. Jesus ist da sehr pingelig und sehr genau. Das sind die Fragen, die wir mitnehmen sollten, damit etwas in uns wächst, damit durch das Fragen und einem wirklich selbstkritischen Blick nach innen und auch nach rechts und links wir Raum schaffen für das Wirken des Heiligen Geistes.